In den Meteoritensammlungen der Welt hat man schon seit langer Zeit immer wieder Meteorite gehabt, von denen man wusste, das müssen Meteorite sein, vielleicht weil man beobachtet hat, wie sie gefallen sind, weil sie eine schwarze Schmelzkruste haben oder sonst irgendwas. Aber es waren differenzierte Gesteine, es waren keine primitiven Gesteine. Und man hat deshalb vermutet, solche vielleicht Pyroxenkumulate oder sowas, müssen eigentlich von einem großen Körper kommen. Also entweder von einem riesigen Asteroiden oder von einem anderen Planeten. Als anderer Planet war natürlich Mars naheliegend, dass es von dort kommt. Aber es haben die Belege dafür gefehlt. Und es hieß auch immer, so rein von Modellierung her, ist das Ganze wahrscheinlich nicht möglich, dass von Mars Meteorite auf die Erde transportiert werden können. Dann hat man in manchen dieser Mars-Meteorite, in Chalkotiten, in Glas in diesen Meteoriten, in diesem Glas aus dem Chalkotit kleine Gasbläschen gefunden. Und diese Gasbläschen konnte man untersuchen, und zwar deren Edelgasgehalt bzw. die Konzentration anderer Gase. Und die Konzentration dieser Gase ist in diesem Diagramm hier auf der X-Achse aufgetragen. Also hier auf der X-Achse sind die Gaskonzentrationen in Glas aus dem Chalkotit EET 79001 aufgetragen. Jetzt kann man auch die Zusammensetzung der Marsatmosphäre spektroskopisch bestimmen. Und diese Zusammensetzung der Marsatmosphäre ist hier auf der Y-Achse aufgetragen. Und die Skalierungen sind hier jetzt logarithmisch, aber die Skalierung der X-Achse sowie der Y-Achse sind identisch. Also der Bereich der X-Achse und der Y-Achse hier, die sind identisch. Und was man dann sieht, ist, dass die Konzentration in den Gaseinschlüssen und die Konzentration in der Mars-Atmosphäre identisch sind, beziehungsweise auf einer 1:1 Korrelation liegen hier. Also zum Beispiel von Xenon 132, Krypton 84, von Neon, Argon, anderes Argonisotop, Stickstoff sowie CO2. Und daraus hat man geschlossen, bei so einer sehr guten Korrelation müssen diese Meteorite wohl vom Mars kommen, und diese Glaseinschlüsse, die haben etwas Gas der Marsatmosphäre eingeschlossen. Und das war der Beleg dafür, zu sagen, diese Meteorite kommen tatsächlich vom Mars. Und nachdem das bekannt war, konnten die Modellierer nochmal neu modellieren und haben dann auch festgestellt, dass es doch möglich ist, dass man Meteorite vom Mars hier auf die Erde transportieren kann. Und seitdem weiß man, die kommen vom Mars. Zu den Chalkotiten gehören dann auch noch die Nacklite und die Chalcedonite. Deshalb werden die oft auch als SNC-Gruppe bezeichnet. Und das ist das entscheidende Diagramm, um das eben nachzuweisen.